Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. So, gleich zuerst vorneweg, wem das Mischen zu lange dauert, der spult bitte vor und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt einfach bitte dran. Ich will jetzt schon mal schauen, was kommt nächste Woche auf uns zu. Wir lehnen uns zurück, wir machen es uns bequem, wir atmen einmal ganz tief ein und ganz tief aus. So. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Das heißt, wie lautet denn das Hauptthema kommende Woche? Dankeschön. Was solltest du nicht tun? Ich will einfach mich mal einmischen. Ich weiß, die war jetzt schon ein bisschen, aber was solltest du nicht tun? Dankeschön. Was solltest du stattdessen tun? Oh, die wollen aber hier heute springen. Ich bin noch gar nicht richtig fertig. Und wo führt denn das Ganze hier hin? Wo führt das Ganze hin? Nein, ich möchte bitte eine Karte. Wo führt das Ganze hin? Bitte gib mir eine Karte, wo die kommende Woche hinführt. Bitte gib mir eine Karte. Dankeschön. Und das Ganze kläre ich jetzt noch auf. Wie lautet das Hauptthema? Auf das Hauptthema, bitte gib mir da mal zwei Klärungskartis. So. Also wir müssen es so legen, ne? So, okay. Was solltest du nicht tun, mein Engel? Was solltest du nicht tun, mein Engel? Wie lautet der Rat? Was solltest du stattdessen tun? Das sind ganz schön viele. Ich will heute gar nicht so viel legen, aber dann nehmen wir die. Und was kommt hier im möglichen Ausgang? Was passiert hier? Bitte gib mir da noch mal ein paar Klärungskartis. Ein paar Klärungskarten. Okay, wenn was sein sollte, dann lege ich noch mal nach, okay? Also dann versuche ich hier noch mal ein bisschen mehr reinzugehen. Ich hoffe nur, ihr seht das alles. Ja, ihr seht das super. Okay, wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und seht das Ganze ein bisschen als Spaß hier. Aber schreibt mir trotzdem gerne unter das Video. Ja, wo ihr schon denkt, boah, ja, da hat sie recht, das soll kommende Woche eh schon passieren. Ja, ich würde mich freuen. Ne? Also, wir schauen einfach mal. Hauptthema, was ist hier losi? Oh, die Kohle. Kommende Woche geht es viel ums Geld. Ja, also hier geht es aber auch viel um die Wertschätzung an sich. Es muss nicht immer um materielle Themen gehen, sondern eben einfach um inneren oder eben äußeren Reichtum. Das hat aber eben eher was damit zu tun, wie du charakterlich bist, ne? Und ja, ob du vielleicht ein reiches Herz hast, ne? Es gibt ja da so andere Spezialisten, da ist das nicht so. Und hier geht es aber wirklich um Anerkennung. Vielleicht könntest du nächste Woche Anerkennung von einer Person erhalten oder jemand kommt auf. Nee, oder du gehst auf jemanden zu, so rum, und sagst, boah, schön, dass es dich gibt, ne? Danke, mit dir ist alles irgendwie so einfach. Mit dir ist irgendwie alles so schön. Und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich dich kenne, ja, bin ich einfach glücklich, ne? Es kann ja auch sein. Es kann ein guter Freund sein, es kann eine gute Freundin sein, die ja einfach auf dich zukommen möchte und dir sagen möchte, hey, ich mag dich wirklich sehr und ich bin froh, dass es dich gibt. Ja, natürlich ist ja auch nicht auszuschließen, mal die Fliege hier wegmachen. Natürlich, das war die Geldfliege wahrscheinlich. Ne? Natürlich ist es auch hier nicht ausgeschlossen, dass es eben wirklich um Geld geht.
Und es kann tatsächlich sein, dass du nächste Woche Geld erhalten könntest, auf das du schon lange gewartet hast. Könntest sicherlich auch Geld geschenkt bekommen. Warum auch immer. Vielleicht einfach einem. Hast du beim Gewinnspiel teilgenommen? Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal weiter. Es kann so viel hier möglich sein. Wir haben als erstes haben wir den Ritter der Schwerter. Guck mal, wie der hier voranprescht. Ne? Zack, 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 zack. Aber wir gucken mal weiter. Oh, dann haben wir den König der Stäbe. Okay. Also, wartet, ich muss weiter gucken. Und dann haben wir die Sieben der Kelche. Also ich habe hier eine bestimmte Person, mein Engel. Die ist sehr ambivalent und das könnte nächste Woche Hauptthema sein. Ich habe so das Gefühl, eine Person möchte hier wirklich gern auf dich zukommen. Und hat, naja, irgendwie geht es darum, nächste Woche dir wirklich Wertschätzung zu schenken. Tatsächlich. Eine Person möchte hier sagen, hey Baby, nice, nice, dass es dich gibt. Ja. Und hier schreitet auch jemand voran, ohne Rücksicht auf Verluste, mit offenem Visier. Und das kann ja echt. Der König der Stäbe sein, der hat ein Feuerelement in seinem Horoskop. Das kann sein, aber der ist hier irgendwie total auf Leidenschaft getrimmt, ne? Und wenn diese Person, die hier auf dich zukommt, etwas anpacken will, etwas machen will, dann wirklich zu 1000%. Da gibt es nicht nur 100, ja? Und so entscheidet sich hier jemand, sich so auf die Beine zu machen. Auf die Beine? Ach, egal, aufs Pferd zu setzen und in deine Richtung zu kommen. Jetzt haben wir hier aber die Sieben der Kelche. Guck mal, die reiten hier ja so schön im Sonnenuntergang, ne? Oh, ist das schön. Aber hier geht es darum, geht es hier um eine Vision, die hier jemand hat in deine Richtung, oder geht es hier wirklich nur um eine Illusion? Ich nehme irgendwie so wahr, hier ist jemand, für den wird das Hauptthema sein, dass hier jemand merkt, dass man sich in dir getäuscht hat. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, du guckst dir gerade die Legung an. Es kann auch sein, dass du nächste Woche einfach checkst und merkst, dass du dich in jemanden getäuscht hast. Dass es irgendwie jemanden, den du sehr wertgeschätzt hast, vielleicht auch sehr geliebt hast, weil das Geld ist eine sehr hohe Karte, ne? Und hier geht es ja, ich weiß nicht, jemanden hast du hier einfach sehr gemocht, ne? Sehr, 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 sehr. Und jetzt geht es darum, dass sich hier jemand aufs Pferdchen setzt und wieder zurückkommen will, zurück zu dir. Und es kann sein, jemanden wird klar. Mist. Ich habe mich getäuscht, aber das könnte auch hier die rosarote Brille sein. Es könnte aber auch die Schwärmerei sein, ne? Jemand schwärmt hier schon von dir, Schätzelein. Die sieben der Kelche müssen hier nicht irgendwie schlecht sein, nur weil man eben, naja, mal vielleicht die rosarote Brille auf hat oder auch nicht so richtig. Träumt man hier vielleicht nur oder ist das ja, entspricht das ja alles der Realität? Und wir sind ja hier beim Hauptthema. Und das wird nächste Woche wirklich, glaube ich, Kloßbrühe werden müssen. Das wird Thema sein. Inwiefern kannst du hier auf jemanden noch vertrauen, ne? Was ist hier Traum und was ist hier Wirklichkeit? So nehme ich das wahr. Und hier geht es eben um eine Person, die dir viel Anerkennung schenkt, die dich sehr schätzt, die schätzt dich wirklich sehr, aber gefühlt ist hier irgendwas passiert, wo man glaubte, das ist alles hier nur Illusion, das ist alles nicht ehrlich. Aber ich nehme so wahr, hier will jemand. Hier will jemand kommen und dir die Wertschätzung geben. Ja?
Und ehrlich, auf einer ehrlichen Art und Weise. Hier will auch jemand wirklich ehrlich sein und merkt, oh mein Gott, die Zeit läuft ab, ne? Ich muss jetzt hier langsam mal was tun. Und das macht er hier auf einer ganz feurigen Art und Weise. Und ich nehme hier so wahr, dass man hier diesen Traum, den du vielleicht jemals mit ihm oder ihr geträumt hast, als ob man den zurückholen möchte. Als ob hier jemand eine Schwärmerei wieder zurückholen möchte. Weil ich habe hier die Mega-Anerkennung. Na? Es kann auch sein, was der Job betrifft, ne? Da sehe ich es halt auch irgendwie so, du hast irgendwie das Gefühl, nächste Woche, ach, bin ich hier im richtigen Job? Ist es jetzt ja, ist, ne? Ich weiß auch nicht. Also kommende Woche jobmäßig könntest du das Gefühl haben, dass du zweifelst, ne? Ob das alles so richtig ist, was du da machst. Oder ob du dich täuscht, ob du dich in jemanden täuscht, wenn du jetzt als Unternehmer tätig bist, ob du dich in einer Angelegenheit einfach täuschen könntest. Vielleicht, wenn du hier kooperierst mit jemandem zusammen. Oder das weiß ich nicht. Ich nehme hier wahr, hier will man bewusster wahrnehmen, mit welchen Menschen man es im Umkreis zu tun hat und ob die es letztendlich ehrlich meinen. Und das macht man auf eine kühle Art und Weise, in der man wirklich ganz ehrlich auf dich zugehen könnte. Oder du bist es, du gehst jemanden ganz, weiß nicht, auf eine kühle, sachliche, distanzierte, aber direkte Art und vor allem, hier geht es um die Wahrheit. Kommt man hier auf dich zu oder du bist es und du bist aktuell dein Umfeld hier so gegenüber unterwegs, ne? Ja. Ich gehe noch mal ein bisschen rein, wenn ich ein bisschen ruhiger werde, dann nehmt das erstmal bitte so an. Ja, hier geht es letztendlich wirklich darum, folgt man hier seinen, hat man, was hat man selbst für Visionen? Was hat man für Träume? Und ja, auch im Beruflichen, ne? Man möchte sozusagen seine Träume ins Leben bringen. Und man prescht hier ganz schön knallhart da nach vorne, ne? Da muss man dann halt auch gucken, inwiefern das jetzt auch gut ist, da so knallhart nach vorne zu preschen. Aber ich nehme auch so wahr, dass einige im Job wirklich zweifeln, ja, bin ich hier noch richtig an diesem Ort? Oder ist das hier alles nur eine Täuschung? Mache ich das gerade nur wegen der Kohle? Oder macht mir das wirklich Spaß? Ja, jetzt wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dass du dir dann wirklich auch mehr die Sinnfrage stellst, boah, ey, macht mir das ja eigentlich alles noch Spaß, ne? Jedes Mal muss ich hier rummeckern und nölen. Ich weiß ja nicht, was du da jetzt direkt machst, aber einige haben da vielleicht auch ein bisschen mehr das Sagen, haben eine bestimmte Verantwortung, sind halt sehr, müssen sehr direkt sein, müssen wirklich sehr autoritär wirken, das nehme ich auch so wahr. Aber irgendwie, wenn du jetzt mal in dich hineinhörst, hast du so das Gefühl, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das nur noch mache, nur wegen der Kohle, oder ob der Job hier wirklich zu mir passt, ne? So muss ich das auch erstmal sagen, ne? Ja, und wie gesagt, in der Liebe oder eben auch im freundschaftlichen Bereich habe ich hier an sich jemanden, er oder sie wertschätzt dich hier wirklich sehr. Und du bist hier noch dir noch nicht so klar, ob diese Verbindung alles nur Show ist. Weißt du, ist das alles nur Show oder ist das hier die Wahrheit? Aber ich nehme schon so wahr, dass das hier die Wahrheit ist, ne? Man schwärmt hier, jemand schwärmt hier von dir. Oder du schwärmst für jemanden. Na,
machen, wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter. Was solltest du nicht tun, mein Engel? Was solltest du kommende Woche nicht tun? Dann habe ich dir Gedanken. Also mach dir keinen Kopf, ne? Schauen mal weiter. Oh, wir haben die Acht der Kelche. Und wir haben den König der Münzen. Also hier wird es so sein, irgendjemand kommt zurück in dein Leben, mein Engel. Und also ich habe das hier sehr oft, das wisst ihr ja, aber es kann nicht auf jeden zutreffen, aber so oft wie ich das hier jetzt habe, dann bin ich schon fast der Meinung, ja. Also so langsam dürften doch alle wieder eingekehrt sein, die man hier jemals irgendwie den Wert geschätzt hat, ne? So möchte ich es behaupten. Also du machst dir wirklich sehr viele Gedanken über eine bestimmte Person. Die ist irgendwie gefühlt ist diese Person immer in deinem Leben. Und ich weiß nicht, irgendwie hast du hier das Gefühl, du müsstest alles stehen und liegen lassen für diesen Menschen. Vielleicht tust du das auch. Ja, vielleicht lässt du auch alles stehen und liegen, nur für diese eine Person. Und das hier ist wirklich der Rat nächste Woche. Hör auf, dir Gedanken zu machen, nur um ein und dieselbe Person, oder dass du Angst hast, irgendwie alles verlieren zu müssen, nur wegen ihm, der jetzt wieder auf dich zukommt. Es ist gefühlt, ist es irgendwie so. Also ich kann es nur, gefühlt ist es wirklich so, du bist bei dir selbst angekommen, bist authentisch, ne, hast dein Leben einfach im Griff. Und jetzt, wo du fertig bist, kommt plötzlich jemand hier, puff, wie auf dich zugerast, guck mal hier, wie der auf dich zugaloppiert kommt, zack, 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 ne, und auf geht's. Jetzt erobere ich mal hier diese Schwärmerei. Mal gucken, was hier so los ist, was hier noch passiert. Kommende Woche ist hier echt der Rat. Mach dir echt keine Gedanken. Ich weiß, viele, die freuen sich ja, ne? Wenn hier jemand auf dich zukommt und will jetzt hier Haus und Hof und vielleicht, wenn es geht, noch Kind verlassen. Also hier brauchst du dir keine Gedanken zu machen, dass hier jemand vorhat, hier alles hinzuschmeißen. Ne, man muss es auch mal so sagen. Ja, hier will jemand nicht alles hinschmeißen, hier will aber vor allem jemand dich nicht gehen lassen. Das muss ich auch sagen. Für meine lieben Männers da draußen, die jetzt zuschauen, dann ist das hier die Königin der Münzen. Ja, münzt das mal auf euch um. Ich habe hier den König der Münzen oder die Königin der Münzen. Er oder sie ist vom Charakter her wirklich charmant, wirklich auch irgendwo geerdet, weiß mit Kohle umgehen zu können und ist auch warmherzig. Ja, bringt hier auch so ein bisschen diesen Realismus halt auch rüber, ne? Er auch, ne? Wenn wir das jetzt umdrehen. Aber hier geht es wirklich auch darum, eine Situation verlassen zu müssen. Und wirklich auf den Weg zu gehen, um nach diesen zwei Kelchen zu suchen. Was heißen die zwei Kelche? Aufeinander zugehen, Partnerschaft, Versöhnung, aber eben auch noch mehr. Und das möchte hier jemand. Jemand möchte kommen, möchte all das, was man sich aufgebaut hat, ist jetzt scheißegal, man geht jetzt hier los. Es fällt ihm oder ihr nicht einfach, das Ganze zu verlassen, aber man denkt hier drüber nach. Und weißt du, hatte ich hier eigentlich schon so im Blick. Dies könnte der oder die Richtige sein, ne? Ich sag ja, irgendjemand checkt kommende Woche, dass man Scheiße gebaut hat. Ja, man hat dich nicht gesehen, man hat dich einfach nicht für wahrgenommen, aber man weiß eben, man wertschätzt dich hier sehr. Also das heißt, mein Engel, wenn du verlassen worden bist oder man hat dich nicht gesehen, man hat dich nicht für ernst genommen oder man hat dich stehen lassen, wie auch immer, dann ist hier eine Person, die denkt wirklich darüber nach, jetzt zu kommen
und dich hier vielleicht wirklich mitzunehmen. Und du brauchst nichts weiter zu tun, als die Füße wirklich still zu halten. Ja, also bleib da echt, keep da echt mal cool. Weil ich nehme so wahr, das ist hier nicht deine Aufgabe mehr, hier irgendwie etwas zu klären oder zu bereinigen. Und wenn das dich natürlich betrifft, dann solltest du das sehr wohl auch tun, ne? Also das ist hier, gehört hier nicht irgendwie in die Hand des anderen, ja, je nachdem, was du hier getan hast. Wenn es jetzt ums Arbeitsverhältnis geht, dann nehme ich hier auch wahr, dass einige echt darüber nachdenken, hier eine Situation einfach zu verlassen. Ja, aber der Rat ist hier, mach's erstmal nicht. Du musst diese Woche auch hier keine Entscheidungen treffen. Hier haben andere, es ist so, als ob andere die Dinge hier jetzt in der Hand haben. Ja, so nehme ich das wahr. Also ich nehme nicht so wahr, dass das dich jetzt in dem Sinne was angeht. Das ist wirklich, als ob die Menschen um dich drumherum jetzt wachsen und sich vielleicht auch mal bei dir entschuldigen, ne? Das nehme ich auch so wahr. Also hier könnte er oder sie wirklich darüber nachdenken, das Feld zu räumen in deine Richtung, ne? Also hier sehnt sich jemand jetzt nach Liebe, nach Verbindung, aber nach wahren Verbindung, ja, nach Ehrlichkeit, ja, nach Treue. Ja. Und du solltest hier einfach mal nichts tun. Du musst nächste Woche nicht sagen, ich kündige, ich verlasse hier jemanden oder was weiß ich, ne? Musste hier gar nicht. Also irgendwie geht das hier andere Leute was an und ich nehme dich so von außen wahr, weil ich weiß nicht, du hast deinen Krieg schon gekämpft hier. So nehme ich das wahr. So, wir schauen mal weiter. Wie lautet denn hier der Rat? Die Schönheit, schau dir das an. Und darum geht's. Das ist das, was ich hier gesagt habe, ne? Sei einfach authentisch. Sei du selbst. Das ist der Rat. Zeig dich so, wie du bist und schäm dich nicht dafür, falls du irgendwelche Neigungen hast oder was weiß ich. Ich weiß, viele lachen darüber, wenn ich das jetzt auch so sage, falls du irgendwelche Neigungen hast. Aber es sind halt auch viele, können auch viele sehr intolerant sein, weißt du? Und hier geht es ja wirklich darum, diese Falschheit, guck mal, diese Schlange hier unten, die diese Dame ja, wo diese Dame ja wirklich drauf tritt, dass sie diese Falschheit wirklich weglässt, alle Masken weglässt, sondern sich wirklich auch so zeigt, wie sie ist. Und dass sie sehr wohl ja so gut ist, wie sie eben ist, ja. Das ist hier wirklich der Rat. Versteck dich nicht. Versteck dich nicht. Es dürfen ruhig auch andere Menschen wissen, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist, dass du vielleicht auch gutes Geld verdienst, ne? Manche, die verstecken sich ja auch davor. Die haben so den Gedanken, Erfolg macht einsam. Ja. Aber es gibt noch andere erfolgreiche Menschen. Wir haben hier die Schönheit. Und es geht auch darum, authentisch im Job zu sein. Das heißt, wenn dir irgendetwas nicht schmeckt, wenn du wirklich das Gefühl hast, boah, ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt noch richtig bin, ob ich hier irgendwie träume, dann kannst du hier sehr wohl das auch einfach mal so sagen, ne? Einfach mal sagen, ne? Wenn man dich fragt, na, Herr Mustermann, na, Frau Mustermann, wie gefällt es Ihnen hier? Naja, dass man dann nicht sagt, boah, schön, geil und herzlichen Dank, dass ich jetzt hier arbeiten darf. Sondern dass man auch mal sagen kann, ja, also mir gefällt das sehr, hier schon sehr gut, aber so und so sieht es eben aus, ne? So, und jetzt haben wir die 6 der Stäbe. Wir schauen gleich mal weiter. Wir haben hier die Königin der Stäbe. Wir haben den Bube der Stäbe. Eieieiei. Oh, und wir haben den König der Kelche. Das ist übrigens mein Mann. Sage ich ja immer so gern, ne? Guck mal, wie freundlich der hier guckt. Bup, wie er sich freut. Ne? Da hat man.
Da hat man doch richtig Lust, oder? So, passt auf. Also, das heißt, was darfst du tun? Also, ich habe hier die Sechs der Stäbe, steht ja für den Sieg. Die Königin der Stäbe ist ja your business, business, business lady, ne? Und der Bube der Stäbe ist so für Leidenschaft, ne? Für Eroberung. Und das heißt hier ganz einfach, stehe zu dem, was du hast und wer du bist. Und wie ich es eben schon gesagt habe, wenn du viel Kohle verdienst, ne? Wenn, vielleicht bist du auch reich, vielleicht bist du ansehnlich, vielleicht bist du, weiß ich nicht. Ich habe hier einfach auch eine Frau, die in der Kiste gut ist. Ja, muss ich so sagen. Aber ich habe hier eben auch einen Mann, ne? Der ist wirklich sehr sensibel, feinfühlig, ist auch empathisch, sehr liebenswert, sehr nett, sehr freundlich, hat auch echt einen Plan, wie man mit Gefühle umzugehen hat, ne? Und also ich nehme das wirklich so wahr, wenn hier jemand wieder auf dich zukommen möchte, dann sollst du aber dazu stehen, dass du vielleicht schon jemand anderes hast. Das gilt jetzt wirklich für die Frauen oder die Männer, die vor längerer Zeit permanent jemanden hinterhergelaufen sind, die aber vielleicht vergeben waren oder verheiratet, was weiß ich. Es könnte sein, dass hier wirklich jemand auf dich zukommt und will dich jetzt ganz haben. Und du bist aber schon auf einer ganz anderen Schiene, auf einem ganz anderen Dampfer. Und dazu darfst du auch stehen. Also ich kriege das so rein, dass einige unter euch jetzt schon in einer festen Partnerschaft sind. Oder eben vielleicht in der Zeit schon geheiratet haben. Und jetzt kommt hier jemand und du will dich wieder. Ja, weil ich habe hier auch die Eroberung. Jemand will dich hier erobern. Das ist so sein Sieg. Dann kann ich dir, also ich kann dir einmal sagen, du darfst dich auch gerne erobern lassen. Das ist hier wirklich der Rat. Und das wäre hier auch so ein Gefühl, wo du dir denkst, boah, ey, ich hätte nie gedacht, dass er wieder zurückkommt und mich jetzt ganz haben möchte, oder dass sie wieder zurückkommt und mich jetzt haben möchte. Ja, also das kann ja wirklich schon sein, dass, und du darfst das ja wirklich auch annehmen, ne? Dass hier jemand dich ja einfach erobern möchte. Das ist hier so das Ziel. Aber wenn du noch vergeben bist, wenn du verheiratet bist und hier kommt jemand zurück und er oder sie hat das nur so aussehen lassen, als würdest du spinnen, als wäre alles Illusion, als wäre das alles nicht richtig, was du da jemals empfunden hast, dann darf ich dir auch sagen, du darfst zu deinem jetzigen Partner, zu deiner jetzigen Partnerin stehen. Du musst dich nicht verbiegen für eine Person, die dich hier im Stich gelassen hat, gefühlt, ne? Ich gehe noch mal in mich rein. Also die Königin der Stäbe ist auch hier Business Lady, ne? Also es ist wirklich so, dass, das nehme ich so wahr, viele Männer verehren dich. Ich weiß nicht, was du hier so machst, aber viele Männer verehren dich. Und hier ist, ich weiß nicht, ich habe hier einmal habe ich den König der Stäbe, der hat die Feuerenergie. Jetzt habe ich den König der Münzen hier, der diese Erdenergie hat. Und jetzt habe ich auch noch den König der Kelche, der die Wasserenergie hat. Und das heißt, wenn jemand wirklich empathisch und gefühlvoll auf dich zukommt, wie gesagt, das könnte der König der Kelche sein oder eben auch die Königin der Kelche, dann darfst du das hier wirklich annehmen. Ja, das ist wunderbar, das ist schön, das ist, hier ist eine Frau, die ist wirklich sehr leidenschaftlich, oder auch ein Mann,
Münzt das, wie gesagt, um. Dein Hasi-Pupsi ist sehr leidenschaftlich oder du bist es hier und du darfst das auch sein. Und du darfst deine Erfolge nächste Woche definitiv auch feiern. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Ich nehme hier wahr, zu einer Zeit, als du hier ein Techtelmechtel mit einer bestimmten Person hattest oder irgendwelche Diskussionen, du bist darüber hinausgewachsen. Du bist heute ein anderer Mensch, ne? Authentisch, ohne Lügen, ohne Betrügen. Oh, merkt ihr den Wind da draußen? Das ist ja so mega, mega windig bei uns. Aber was soll's? Wir schauen, also auch im Job, ne? Kannst du ruhig ehrlich sein und sagen, so, pass auf. Also ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Aber das und das, da könnte man vielleicht doch noch mal was ändern, ne? Oder, ja, ich sag ja immer, der Ton spielt die Musik. Ne? Wo führt denn das Ganze hin? Oh, wir haben das Kind. Wir haben die Sieben der Stäbe. Oh, und tatsächlich die Königin der Kelche. Guck mal, so sieht die Königin der Kelche in diesem Kartendeck aus. Das ist eine Schmucke, ne? Ist schon ein bisschen wie ich, oder? Nein, wie ihr alle. Guckt mal. Oh, schön. Die Königin der Kelche hat man hier selten. Zusammen mit dem König der Kelche. Guck mal. Das heißt jetzt wirklich, wir haben das Kind. Wo führt das Ganze hin? Also volles Brett zum Neuanfang. Hier setzt du dich durch. Du setzt dich hier in einer Angelegenheit wirklich durch. Du sprichst aus, was auszusprechen ist. Und du bekommst wirklich einen Neuanfang mit einer tollen Frau oder eben einem tollen Herrn. Also das ist hier auch hier eine sehr feinfühlige Frau, eine sehr empathische Dame, aber auch kann auch sehr stolz sein. Guck mal hier, ne? Die steht ja da, die weiß schon, dass sie gut aussieht. Die weiß auch, was sie kann, was sie spürt und wie die Leute sie halt auch mögen. Die weiß, was sie hier will, ne? Und es kann sein, dass du dich hier einfach durchsetzt, ne? Wir haben die Sieben der Stäbe. Da steht ja wirklich immer dafür, dass du hier einfach auch den besseren Standpunkt in einer Angelegenheit hast. Und das führt letztendlich zum Neuanfang. Also pass auf, ganz ehrlich, jemand hat dich stehen lassen. Jemand hat dich stehen lassen. Einfach so. Du warst ohnmächtig wie Sau. Wusstest nicht mehr weiter, ne? Und plötzlich lebst du dein Leben und das wirklich, du erhältst viel Anerkennung. Du bist sehr ehrlich, du bist sehr authentisch, das kann ich hier sagen. Und du machst dir zu viele Gedanken um eine Person, die dich hat stehen lassen. Diese Person kommt aber zurück. Die will dich wieder erobern. Die will dich wieder erobern. Und der Rat ist hier, stehe zu dem, was du hast und zu dem, der du bist. Ja, mache nichts, weil andere sagen hier so und so. Stehe zu dem, was du hast und sei der, der du bist. Und was habe ich? Einen wunderbaren Neuanfang für dich. Das kann auch in der Liebe so sein. Guck mal, wie das Kind hier weint. Ne? Wie die Frau versucht, dieses Kind zu halten. Ne? Das kann wirklich sein, dass du auch viele Themen in dir geheilt hast. Einfach gewisse Schattenthemen aus der Kindheit noch. Oder ihr wisst schon, wir können auch Traumata erleiden während ja, des Jugendalters, Erwachsenenalters. Ne? Es muss jetzt, wir können auch alle eine behütete Kindheit gehabt haben und plötzlich passiert etwas Traumatisches. Ne? Und plötzlich weiß man halt hier auch nicht mehr, wer man ist und so weiter und so fort. Aber ich habe für dich, wo führt das Ganze für dich hin? Ich nehme ehrlich gesagt so wahr, du wirst den Kontakt zu ihm oder zu ihr hier aufnehmen. Hier möchte dich jemand wieder erobern, ja. Aber wenn du hier jemanden im Petto hast, mit dem du jetzt gerade dabei bist, dir etwas Neues aufzubauen, wirst du bei dieser Person bleiben und du wirst dich aber gut erklären können. Ja, du hast gute Argumente und ich nehme irgendwie so wahr, dass ihr unterm Strich alle glücklich werdet. Auch hier wieder nehme ich das so wahr. Das Gleiche ist auch im Job.
Auch hier kommt sozusagen ein Neuanfang rein. Das heißt ganz einfach, weil du gut nächste Woche argumentieren kannst, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und du machst es auch auf einer empathischen und fürsorglichen Art und Weise. Und ich nehme auch so wahr, du setzt dich hier wirklich auch für dich ein. Ja? Du setzt dich hier wirklich für dich und deine Bedürfnisse ein. Und ich nehme auch wahr, hier darfst du auch dazu stehen, dass du vielleicht auch beruflich sehr erfolgreich bist. Ja, weil irgendwas machst du, was hier sehr wohl sehr gut ist. Und ich muss auch sagen, jemand findet dich mega schön als Mensch. Jemand schätzt dich als Mensch wirklich sehr, jemand findet dich charakterlich top, jemand findet dich einfach wunderschön. Aber du weißt das nicht. Und hier gilt es, der Person das zu sagen. Hier, ich finde dich schön. Und jemand kriegt es irgendwie nicht hin, zu sagen, ich finde dich schmuggi. Das ist ja süß. Das ist ja wirklich süß. Und hier will ja sogar jemand alles stehen und liegen lassen für dich, weil man dich hier so schön findet, so toll. So authentisch. Es ist so, als ob jemand auf dich zukommt und sagt, boah, ich habe mich hier voll in dir geirrt, ne? Du bist ja hier echt wie so ein Sechser im Lotto. Und da überlegt man wirklich, lass ich alle stehen und sausen jetzt für die Schmucke hier, für den Schmucken. Ja, und was einem hier sehr gefällt, ist, dass du so ehrlich bist, dass du auch sehr direkt bist, dass du aber eben auch deine Ziele kennst, deine Ziele weiterhin verfolgst. Also jemand findet dich auch auf erotischer Basis, ne? Machen wir uns nichts vor, jemand. Ne? Wenn das eine stimmt, dann fühlt man sich auch auf der anderen Ebene hingezogen oder ausgezogen, wie auch immer. Ja, also jemand findet dich ja schon ganz schön mega. Aber trotzdem kommt man hier nicht drum herum. Also es gibt wirklich einen Neuanfang und es gibt hier noch mal eine Diskussion, wo du dich behaupten wirst, ne? Und das wirst du auch. Ich bin die Königin der Kelche. Ich bin hier die Königin der Kelche. Und das ist gut so. Ja, sehr interessant. Ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Wollen wir mal noch eine Hardcard schmeißen? Ich hole mal noch eine. Habe ich die hier liegen? Nee, leider nicht. So, jetzt habe ich die Karten mal noch geholt, aber wie gesagt, was mir hier wirklich auffällt, wenn du dich hier in einer Situation durchsetzen solltest, weil du irgendwas machst, ja, das war bei uns jetzt auch so Thema gewesen, muss ich auch mal so sagen, aktuell durch den Lockdown ist es ja auch so schwierig, ne? Also da gibt es ja Familien, die, ja, die dürfen ihre Kinder eben in die Notbetreuung bringen, weil mindestens eine Person in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, ne? Und da war jetzt auch so ein bisschen Aufruhr und bla 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 und warum darf der eine und warum darf der andere nicht? Und hier ist es auch so. Du wirst dich durchsetzen. Warum? Also du wirst hier irgendwie jemanden so ein bisschen den Garaus machen, warum man hier nur gefühlt Scheiße erzählt, ne? Scheiße über dich oder überprüft dich hier ganz genau. Jemand guckt hier ganz genau auf dich oder du bist es, ja? Es kann auch sein, dass du hier wirklich auf jemanden ganz genau achtest und guckst und auch vielleicht nicht loslassen kannst. Und glaube mir, er oder sie spürt das. Er oder sie spürt das schon die ganze Zeit, dass du hier jemanden beobachtest oder du spürst es, dass jemand dich irgendwie nicht aus den Augen lässt, ne?
Aber die Sache ist die, egal was hier ist, du wirst dich supidupi durchsetzen und du hast auch einen guten Standpunkt, ne? Du hast gute Argumente, du weißt, warum du etwas gerade so tust und machst, warum das gerade so ist, wie es eben ist. Dankeschön. So, wir nehmen einmal diese Karte. Ach komm, ich lege sie gleich auf, ich mache es gar nicht so spannend. Eile mit Weile. Wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Ne? Also, easy peasy. Easy peasy. Du hast eh den besseren Standpunkt. Ich nehme auch so wahr, dass du es eigentlich gar nicht eilig hast. Kommende Woche bist du das hier nicht. Also, das nehme ich. Oh, hier halte ich wieder hier hin, sieht wieder keiner. Ne? Hier hat es jemand eilig. Hier hat es jemand eilig und du hast das Gefühl, dass du das jetzt vielleicht auch irgendwie regeln solltest mit einer Person, die ja auf dich zukommt. Aber hier heißt es Eile mit Weile. Ne? Wenn du aufgeregt bist, bringt es doch eh keine Punkte. Ne? Handel nicht zu vorschnell, bleib da, wo du bist, beobachte mal noch ein bisschen die Situation. Aber du hast. An sich hast du hier den Trumpf in der Hand. Guck dir das mal an. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Also genau das ist es, ne? Also das nehme ich auch hier so volles Brett wahr, dass sich alles kommende Woche oder egal in welcher Situation du hier bist, wirklich zum Guten wandeln wird. Ja. Definitiv. Oder es ist schon. Also für dich ist an sich echt alles gut, muss ich so sagen. Guck mal, die Antwort lautet nein. Ich weiß nicht, was du dir für eine Frage gestellt hast. Ja, dann ist das die Antwort darauf. Und auch hier habe ich einen Neuanfang. Ne? Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Ich habe ja auch hier den Neubeginn, irgendetwas Neues soll ja hier entstehen. Und ich denke, das wird wirklich so sein, dass du dich in einer Angelegenheit wirklich sehr gut durchsetzen wirst. Und hier, du hast es halt nicht in der Hand. Und ich nehme aber, und hier, deine Träume werden in Erfüllung gehen, die erfüllst du dir auch. Und ich nehme auch so wahr, du machst das sowieso jetzt schon. Du machst das jetzt schon. Nur jemand kommt jetzt wieder in dein Leben und rüttelt hier ein bisschen was auseinander oder durcheinander gefühlt, ne? Jemand kommt da wieder, das kann auch in beruflichen Angelegenheiten wirklich auch ein Mitarbeiter sein, eine Mitarbeiterin, die da irgendwas erzählt, wo man nicht so wirklich weiß, na, stimmt das nicht? Ja, wo man das nicht so richtig checkt. Aber ich sehe dich, du, dich selbst, sehe ich als sehr authentisch, ja? Oder dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin, Hasi, Bubsi, Schatzi, Bärchen, was auch immer. Hier ist eine Person wirklich ehrlich. Jemand zweifelt aber diese Ehrlichkeit an. Aber im Gegenteil, man hat hier den Jackpot drin liegen. Und irgendwie ist jemand, ja, schon fast dämlich, diesen Jackpot sausen zu lassen, einfach gehen gelassen zu haben. Ne? Hier hat dich jemand gehen lassen und du bist an sich der Jackpot hier. Achte deine Emotionen und wähle die Liebe. Boah, ja, unterdrücke oder verurteile deine Gefühle nicht. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Hier unterdrückt nämlich, hier hat jemand seine Gefühle unterdrückt. Hier hat jemand wirklich nicht zu den wahren Gefühlen gestanden und hier heißt es, Mensch, wähle die Liebe. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Immer. Ja, also auch hier geht nicht, gibt's nicht. Jemand achtet hier aber nicht auf seine Emotionen. Und ich sehe ja hier auch ganz genau, jemand vermisst dich. Jemand findet dich echt toll. Und verurteilt aber diese Gefühle.
Und hier ist der Rat an ihn oder an sie oder vielleicht auch an dich, ne? Wenn du das hier bist, du hast jemanden, du könntest hier nach und nach jemanden mit ganz anderen Augen sehen. Eine, ach, wie sagt man das? Das ist ja hier wieder Froschkönig, ne? Du willst diese Froschkönigin, diesen Froschkönig nicht küssen. Und dahinter verbirgt sich aber eine wunderschöne Prinzessin. Oder ein wunderschöner Prinz. Und hier lautet der Rat, wähle die Liebe. Und du hast immer die Wahl, auch wenn du sagst, nein, habe ich nicht. Hier hast du sie. Hier ist wirklich, also hier gibt es auch einen Neuanfang. Ne? Ein neues Abenteuer erwartet dich. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben hier die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein und guck mal. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Und wir haben tief in deinem Herzen, kennst du bereits die Antwort. Das steht für hier oben. Jemand, hier ist die große Liebe. Ihr seid auch telepathisch miteinander verbunden. Ich habe hier Überfülle. Ich habe hier wirklich jemanden drin, der liebt dich. Da ist mehr im Spiel. Und man will dich hier erobern. Ja, und dann gibt es hier echt einen Neuanfang. Wenn du noch nicht vergeben bist oder er oder sie gefühlt auch nicht, dann ist hier wirklich möglich, dass jemand sich durchsetzt und dich hier holt, ja? Ich habe hier wirklich eine große Liebe steht vor der Tür. Jemand denkt auch sehr oft an dich. Es kann sein, dass ihr echt telepathisch miteinander verbunden seid. Das heißt, du denkst an ihn. Er denkt an dich und blub, klingelt das Telefon. Und hier weiß auch jemand schon, was richtig ist. Wähle die Liebe und achte die Emotions. So, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Klickt einfach auf den roten Button, aktiviert das Glöckchen daneben, so verpasst ihr keines meiner Legungen mehr. Ja, kommt mich auch auf Instagram besuchen und wer nicht genug von mir kriegen kann, speichert sich doch bitte gleich meine Telefonnummer ein. Und da erhältst du die Tagesenergien bei WhatsApp tagtäglich in den Status. So, ich hab euch ganz doll lieb. Tschüss.